Die zweite Bundestagswahl in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland fand am 6. September 1953 statt. Nach 4 Jahren unter Kanzler Konrad Adenauer stellte sich die Frage, ob Adenauer auch nach der Wahl noch Bundeskanzler bleiben würde. In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie die Bundestagswahl 1953 ausgegangen ist. Bevor wir uns das Wahlergebnis anschauen werden, möchte ich zu den Veränderungen beim Wahlrecht bei dieser Wahl im Vergleich zur Bundestagswahl von 1949 zu sprechen kommen. Da wäre zu nennen, dass die Wählerinnen und Wähler 2 Stimmen hatten. 1949 hatte es nur eine einzige Stimme gegeben, die man abgeben konnte, aber bei der Bundestagswahl 1953 gab es eine Erststimme, um damit einen Wahlkreisabgeordneten zu wählen, und eine Zweitstimme, mit der man eine Partei wählen konnte. Eine weitere bedeutende Neuerung war die Anwendung der 5%-Hürde auf Bundesebene. Bei der ersten Bundestagswahl hatte es noch genügt, wenn eine Partei in einem Bundesland die 5%-Hürde übersprungen oder ein Direktmandat gewonnen hatte, um mit ihrem bundesweiten Ergebnis bei der Sitzverteilung berücksichtigt zu werden. Mit der Neuerung zur Bundestagswahl 1953 war dies nur noch der Fall, wenn eine Partei entweder die 5%-Hürde auf Bundesebene übersprang oder nach wie vor ein Direktmandat holte. Diese Verschärfung führte dazu, dass weniger Parteien in den Bundestag einzogen. Damit können wir zum Wahlergebnis übergehen. Hierzu betrachten wir zuerst das Ergebnis nach den Zweitstimmenanteilen. Beginnen wir mit der KPD. Mit ihren 2,2% musste sie nicht nur verglichen mit ihrem Ergebnis 1949 3,5% an Verlusten hinnehmen, sondern auch schaffte sie es nicht erneut in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Da die Partei 1956 verboten werden sollte, waren die Jahre 1949 bis 1953 auch die einzigen mit Vertretern der KPD im Bundestag. Als nächstes sehen wir hier das Ergebnis der SPD, die mit ihrem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Erich Ollenhauer als Spitzenkandidaten in die Wahl gezogen war. Mit ihren 28,8% hielt sie zwar das Niveau von 1949 mehr oder weniger, damals waren es 29,2% gewesen, aber damit konnte die SPD nicht zufrieden sein, zumal sie erneut nur zweitstärkste Kraft wurde. Die Deutsche Zentrumspartei, kurz DZP, holte derweil zwar nur 0,8% der Stimmen und damit deutlich weniger als noch 1949, jedoch konnte sie das Direktmandat in Oberhausen holen und somit am Ende mit 3 Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Nicht verschwiegen werden sollte, dass die CDU beim Gewinn des Direktmandates eifrig mitgewirkt hat, da der CDU-Kandidat für das Direktmandat in Oberhausen namens Martin Heiks bewusst auf eine Kandidatur zugunsten des Zentrums verzichtet hatte. Dafür war Heiks einer der 3 Abgeordneten des Zentrums, die in den Bundestag einziehen durften. Die Bayernpartei, kurz BEP, konnte mit 1,7% nicht an das Ergebnis von 1949 anknüpfen. Da sie zudem kein Direktmandat holte, schied sie aus dem Bundestag aus. Die FDP verlor im Vergleich zur ersten Bundestagswahl 2,4% und kam auf 9,5% der Stimmen. Damit kommen wir zur großen Wahlsiegerin. Die Union verteidigte nicht nur die Spitzenposition, sondern verbesserte sich um 14,2% auf 45,2%. Dieser große Wahlsieg war eine Überraschung, weil selbst bei den besten Umfrageergebnissen die Union nicht über 40% gekommen war. Mit ihrem Ergebnis und dem bereits erwähnten Martin Heiks, der sich als CDUler natürlich der Unionsfraktion anschloss, verfügte die Union sogar über die denkbar knappste absolute Mehrheit im Bundestag, wie wir gleich noch sehen werden. Wenn man sich die Frage stellt, wieso die Union so gut abgeschnitten hat, dann kann man mehrere Punkte anführen. Erstens spielte der Wirtschaftsaufschwung der Union in die Karten, die das System der sozialen Marktwirtschaft eingeführt hatte. Auch die Westintegration wurde von vielen unterstützt. Gerade der niedergeschlagene Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR half den Unionsparteien, da dadurch die Angst vor dem Kommunismus nur größer wurde und die Westbindung der Bundesrepublik mehr noch als richtiger Weg angesehen wurde. Zugleich gelang es der Union, auch zahlreiche protestantische Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Gehen wir damit zur nationalkonservativen Deutschen Partei, kurz DP, über. Sie schaffte es durch 10 gewonnene Direktmandate in den Bundestag und das bei einem Stimmenanteil von 3,3%. Neu im Bundestag vertreten war fortan der GB-BHE. Diese Abkürzung steht für Gesamtdeutscher Block-Bunte Heimatvertriebenen und Entrechteten. Die Partei, die sich vor allem für die Vertriebenen aus den ehemaligen ostdeutschen Gebieten einsetzte, hatte viele ehemalige NSDAP-Mitglieder in ihren Reihen. Mit den 5,9% schaffte sie es über die 5%-Hürde. Die sonstigen Parteien erreichten 2,6% und damit deutlich weniger als noch 1949. Auf dieser Folie könnt ihr die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur Wahl 1949 sehen. An sich habe ich dazu schon einiges gesagt. Die Union war die strahlende Siegerin mit massiven Gewinnen. Der GB-BHE als neue Partei hatte auch ein klares Plus erzielen können. Dagegen mussten die DZP, FDP, BEP und KPD klare Verluste hinnehmen. Die sonstigen Parteien waren 8,3% schwächer als noch 1949. SPD und DP waren zwar auch schwächer als noch 4 Jahre zuvor, aber gerade bei der SPD kann man sagen, dass das Niveau mehr oder weniger gehalten wurde. Gehen wir damit zur Sitzverteilung über. Insgesamt schafften es 7 Parteien in den Bundestag. Die Unionsparteien holten dabei mit 243 von 487 Abgeordneten die meisten.
da, wie gesagt, Martin Heix fürs Zentrum ins Parlament kam und als CDU-Mann der Unionsfraktion beitrat, hatte die Union dadurch einen 244. Abgeordneten erhalten, was dann tatsächlich ganz knapp zur absoluten Mehrheit an Sitzen im Parlament geführt hat. Hinter der Union stellte die SPD die zweitmeisten Abgeordneten mit 151. Darüber hinaus gehörten 48 Abgeordnete der FDP an, der GBBHE erzielte 27 Sitze, die DP 15 und die DZP kam nominell auf 3 Abgeordnete. Wie gesagt, Martin Heix war ja kein Mann der DZP, sondern der CDU, sodass letztlich nur 2 Abgeordnete von der DZP stammten. Wie schon seit 1949 gab es auch wieder Vertreter aus West-Berlin, die im Bundestag saßen, jedoch kein Stimmrecht bei Abstimmungen über Gesetzesvorlagen hatten und deswegen bei Koalitionsbetrachtungen keine Rolle spielten. Nichtsdestotrotz sei gesagt, dass die Zahl der Vertreter aus West-Berlin von 19 auf 22 erhöht wurde und diese aus den folgenden Parteien entstammten. 11 entstammten der SPD, 6 der CDU und 5 der FDP. Mit diesem Wahlergebnis konnte Konrad Adenauer natürlich weiter regieren und er hätte dies auch ohne Koalitionspartner machen können. Allerdings erachtete er die Aufgaben, die anstanden, für zu wichtig, als dass er ohne Koalitionspartner regieren wollte. So kam es zur Bildung einer Koalition mit der FDP, der DP und dem GBBHE. Dadurch verfügte die Regierung sogar über eine Zweidrittelmehrheit. Am 9. Oktober 1953 wurde Adenauer erneut zum Bundeskanzler gewählt. Interessant ist noch, dass die Koalition in dieser Form nicht die ganze Legislaturperiode durchhielt. Erst verließ der GBBHE 1955 die Koalition und dann trat ein Teil der FDP ein Jahr später aus der Regierung aus. Der Rest der FDP, der die neue Partei FVP, Freie Volkspartei, bildete, blieb in der Regierung. Das alles änderte aber nichts daran, dass Adenauer der Mann an der Spitze blieb. So viel also zur Bundestagswahl 1953. Zuletzt sei noch gesagt, dass unten in der Videobeschreibung einige Links zu weiteren Videos zur Geschichte der BRD angegeben sind, zum Beispiel eines zur Kanzlerschaft Adenauers oder eines zur Bundestagswahl von 1957.